Moin Leute, hier zurück bei Anson mit der Hauptstory hier. Reparatur und Inspiration. Faye das Siegelfragment geben. Faye finden, da oben ist sie schon. Wird direkt hier weitergemacht. Keine Müdigkeit hier, sondern wird gezockt. Ist nett hier. Geheimer Rückzugsort? Ja, Krypta brauchen das manchmal, um abzuschalten. Alles okay? Oh ja, fantastisch. Ich stelle nur das ganze Leben in Frage. Warum gibt es mich, dich, die Gestalter, die Hymne, das Leben, Freundschaft, Hoffnung? Also nur Kleinigkeiten. Wärst du lieber allein? Nein, nein, es ist gut, dass du da bist. Als du bei Prinzessin Sim aufgetaucht bist, wusste ich nicht, ob das was wird. Du hast Tessin gerufen. Aus Verzweiflung. Danke. Ich habe nicht wegen dir gezögert, es war wegen Halleck. Ich wusste nicht, ob er dich noch akzeptiert. Und als er dann sagte, willkommen an Bord, war ich froh. Er wirkt seitdem wieder viel lebendiger. Er steht früh auf, arbeitet an seinem Anzug, studiert Karten, summt vor sich hin. Alles dank dir. So viel zu Halleck und mir. Was ist mit dir? Was? Ja, lass mal sehen. Ich bin schuld, dass das Team zerbrochen ist, die Mission ein Fehlschlag war und dass Tessin wohl Sentinels losschickt in den sicheren Tod. Alles schlimm und dennoch macht es mir am meisten aus, dass ich die Hymne nie mehr hören werde. Das ist verrückt, oder? Diese Wirkung hat sie wohl auf jeden. Und ich habe meinen ältesten Freund verletzt. Wo ist er? Weiß nicht, er redet kaum mit mir. Ich verstehe dich, aber nimm nicht alle Schuld auf dich. Ich habe dir was mitgebracht, hat Owen mir gegeben. Owen? Erzähl ich dir ein andermal. Was meinst du, können wir damit unseren Schild vollenden? Ja, aber klar, wieso gibst du mir das erst jetzt? Ich höre Freunden zu, naja, wie das gute Menschen so machen. Das ist fantastisch. Weiß Tessin das schon? Noch nicht, ich musste sicher gehen, dass er nicht, naja, lügt. Ja, verständlich, aber er lügt nicht. Ich sag ihr gleich Bescheid. Wir treffen uns in der Enklave bei Halleck's Javelin. Halleck. Wir klären das schon. Erst müssen wir den Monitor aufhalten. Nichts und niemand ist wichtiger. Ja. Jetzt ziehen wir's durch. Oh yeah. So, wo ist jetzt hin? Okay, den Dämmerschild vollenden. Mann, wieso kann ich denn nicht durch? Hier ist mal das gleiche. Hier ist mal verarscht mich hier der Fischteich. So, ich bin echt gleich nochmal gespannt, wie es gleich abgeht hier. Ob ich dann auch einen Boost kriege für meine Rüstung, das wäre natürlich auch ganz geil. Das ist schon dunkel hier. Ich hab was für dich, Halleck. Das ist mal was. Owen glaubt, der Dämmerungsschild funktioniert damit. Owen? Er wusste, du kriegst das raus. Ah, nett von ihm. Ganz toll. Verdammter Verräter. Hör zu. Was du da zu mir gesagt hast, dass wir alle ein Team sind. Und über mein Ego. Das war bestimmt nicht leicht für dich. Aber du hattest recht. Danke für den Arschtritt, Partner. Tja, hat Faye das schon gesehen, weil alleine bin ich da nämlich verloren. Wie es der Zufall will, ist sie hier. Halleck? Faye? Es tut mir leid, ich... Nein, Faye. Es war meine Schuld. Ich war mal der beste Freelancer in ganz Bastion, aber das ist vorbei. Und das nagt an mir. Ich hab dich gezwungen, mich zu umgehen. Ich wollte keine Bürde sein. Wer sich um Freunde kümmert, ist keine Bürde. Er ist ein Geschenk. An die Arbeit. Okay. Danke.
Oh, wir machen das hier schon. Sieh zu, dass alles bereit ist für die Reise in den Sturm. Okay. Okay. Was soll ich bereit machen? Na gut. So, Rückkehr zum Herz des Zorns. Warten, bis Hellhawk den Erinnerungsschild fertiggestellt hat. Beliebige Mission, Auftrag oder freies Spiel abschließen. Was? Wie, jetzt soll ich jetzt irgendwas machen oder was? Einfach so? Na okay, da gucken wir mal nach, was ich für Aufträge habe. Darf ich nichts. Darf ich auch noch? Doch, warte. Gut, dann machen wir einfach einen Auftrag, wenn wir es so haben wollen. Ah, Freelancer. Ich stelle gerade einige Geschichten für die Mauer fertig. Ein schlechter Zeitpunkt? Nein, nein, ein guter. Diese Aufgabe ist mit Gesellschaft angenehmer. Das ist zwar nicht der Kolosswall von Freimark, aber ein guter Anfang. Warum tust du das? Die Mauer, die Schriftrollen, all das für die Geschichtsbücher? So eitel bin ich nicht. Jedenfalls nicht bei diesen Dingen. Hast du jemals den Kolosswall gesehen? Leute aus allen Ecken Bastions kamen, um ihn zu sehen. Sie haben unsere Geschichten gelesen, haben an uns geglaubt. Die Menschen haben sich nicht verändert. Sobald die Arbeit fertig ist, werden sie hier vorbeikommen. Natürlich werden sie das. Was ist? Der Freund, den ich verloren habe. Ich kann seine Zweifel förmlich hören. Er konnte wie eine Gewitterwolke sein. Ah, aber ich konnte ihn zum Lachen bringen, hä? Du hast gesagt, er war Freelancer? Ja, Garnet. Freelancer Garnet. Ich habe ihm bei der Namenssuche geholfen, weißt du? Granat. Das hat gepasst. Er hatte einen schweren Start, hat das aber alles überstanden. Zäher Bursche. Eines regnerischen Tages kam er nicht zurück. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht alles. Nicht, wo er gefallen ist. Ich habe nämlich nur seinen Namen, nicht seine Geschichte. Das schmerzt. Er war außerhalb der Mauern, um Gutes zu tun. Die Einzelheiten sind unwichtig. Natürlich, natürlich, das weiß ich. Es schmerzt eben einfach. Jemand hat dort auf ihn gezählt und er war da. Deshalb habe ich dich rausgeschickt, um ihnen Ehre zu erweisen. Um Geschichten für die Mauer zu sammeln. Vielleicht kehrst du eines Tages mit seiner Geschichte zurück. Okay. Das war jetzt nur Geblabbel. Keine neue Mission. Das ist natürlich blöd. So, wir hätten noch eine Mission. Danke. Auch hier für mich. Hier oben, Brien vielleicht. Ein einfacher Job. Vielleicht habe ich jetzt sogar noch eine Story-Mission auf. Ich gucke gleich mal eben. Weil ich muss ja erstmal eben beliebige Missionen, Auftrag der freie Spiel abschließen. Dingsbums, Bums. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ist halt so. Könnte ich dann gleich direkt auch mal auf Großmeister 1 probieren. Mal schauen. Guck mal nach, ob ich noch irgendeine Mission oder einen Auftrag offen habe. Nö. Hab ich doch nicht. Gut, dann müssen wir doch mal eben schnell zu Breen. Das ist ja blöd jetzt. Aber es sind mehrere irgendwie angezeigt hier. Warte mal. Elysische Geheimnisse. Okay. Und ein einfacher Job. Mach mal elysische Geheimnisse, würde ich sagen. Lass mich näher dran, brauche ich nicht so weit laufen. Ich bezweifle einfach das Buch und schmeiße. Na, ich blocken hier. Wo ist er denn? Da. Ich habe etwas im elysischen Manuskript entdeckt. Sich wiederholende Symbole ziehen sich durch den Text. In einem Muster, das, sofern es entschlüsselt wird, Koordinaten preisgibt. Koordinaten wofür? Unbekannt. Robin Moore, der Hauptverfasser, muss sie im Manuskript verborgen haben. Moore war einer der größten Arkanisten der Geschichte. Sein Verständnis von Gestalterinstrumenten war beispiellos. Ich stelle nur ungerne Vermutungen an, aber an diesen Koordinaten muss einfach etwas Außergewöhnliches sein. Lass mich raten. Du willst, dass ich mich an der Position umsehe. Exakt. Machst du das? Verlass dich drauf. Okay.
Ja, machen wir das direkt. Aber ich werde das jetzt nicht auf Großmeister 1 machen, sondern auf schwer, damit die Mission gut durchgeht. Und ich schnellstmöglich hier wieder zurück bin. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Weiß nicht, was auf einen zukommt, weil es ist alles First Try. Deswegen ist es jetzt auch noch schwer. Großmeister 1, 2 oder 3 kann ich da auch mal so separat noch machen, wenn ich dann meinen Javelin hier so habe, wie ich ihn haben möchte. Aber jetzt machen wir es erstmal auf normal, würde ich sagen. Schon okay. So. Und los. Mal gucken, was ich da so kriege. Ja, ich hänge halt fest mit dem Schar gerade. Das ist halt ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe, dass ich dann bald noch mit dem Spiel durch bin. Weil es ist echt ein bisschen blöd, dass man halt nicht weiterleveln kann, bevor man nicht hier die Hauptmission durch hat. Gut, ist natürlich okay irgendwo, weil man natürlich irgendwo einen Block braucht. Aber es ist schon noch ein bisschen blöd. Also, weil dann kommen ja danach die legendären Missionen, die täglichen und so. Da kriegst du ja dann auch meisterhafte Ausrüstungsgegenstände etc. Und die würde ich ganz gerne mal haben. Aber das ist doch ein bisschen weiter Weg dorthin. Wie gesagt, wenn die Story-Mission 15 Stunden dauert, da ist man doch gut dabei. Also, ne? Außer natürlich, wenn man will schnell ins Endgame kommen, ist natürlich diese Story natürlich ein bisschen, ja, auch ein bisschen ist gut. Ist sehr stark blockierend. Aber kann man ja leider nicht ändern. Leider. So. Lade mal hin da. Ich will loslegen. Los. Komm schon. So, warte also, mal kurz. Wonach suche ich, wenn ich an diesen Koordinaten ankomme? Noch ein Buch? Eine Inschrift? Vielleicht eine Schriftrolle, verborgen in einer uralten Bibliothek? Also, weißt du es selbst nicht. Sicher erkennen wir es, wenn wir es sehen. So, alle da? Gut. Mal ein bisschen warten ab und zu, weil die Wegweiser kommt ja später, wenn man einfach losdüst, dann ist es blöd, dass wir das nicht machen. Ist hier richtig? Natürlich gleich wieder. Der Weg ist doch ganz schön weit wieder. Nicht, was wir finden werden, aber was erhoffst du dir zu finden? Wissen. Mehr nicht? Was ist mit Schätzen oder einer Art Waffe? Wissen ist das Einzige, was zählt. Foster, ich lasse dich wissen, was ich finde. Solange die Tiere nicht erledigt sind, ist es nicht möglich, weiterzusuchen. So ein
Okay, dann wollen wir hier mal aufräumen. Das liegt schon wieder auf dem Boden. Ich habe etwas gefunden, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, was es ist. Scheint deaktiviert zu sein. Im Manuskript wurde eine Vibrationsfrequenz erwähnt. Vielleicht könnte ich einen Impuls durch deinen Javelin leiten. Okay. Rätsel. So, das mal da hier und da. Nein, du wie. Da. Ein Gerät, das ein Objekt mit einer fein abgestimmten Energieresonanz versieht. Natürlich. Sobald er mit der Resonanz aufgeladen ist, wird der Stein zum Schlüssel. Hast du das gehört? Ich habe was gespürt. Wie ein Schloss, das eingerastet ist. Und da ist ein Summen. Kaum wahrnehmbar. Ich glaube, da wird Energie zu einer anderen Sektion der Ruine geleitet. Du brauchst noch 3 weitere Energiesteine. Vielleicht bringt es dir was, bei der Suche der Energie zu folgen. Okay. Ich komme mir vor, als wäre ich in den Eingeweiden von einem riesigen Safe. Genau da bist du, glaube ich, auch. Okay, habt ihr noch gesehen, was wir machen müssen? Ich will mich nach Hinweisen um. Wo waren die anderen? Irgendwas macht die Skorpedrone wütend. Warte, beweg dich nicht. Ach, hier unten. Die Instrumente zeigen kleine Fehler im System an. Falsch. Uralte Mechaniken und der Zahn der Zeit. Die Resonanz stimmt nicht. Ich muss Signalimpulse durch deinen Javelin übertragen, um das auszugleichen. Du musst in der Nähe bleiben. Lass mich hier mal alleine, klar. Ich habe einen zweiten Stein. Jetzt musst du ihn nur noch platzieren. Verlier ihn bloß nicht. Oh. Der ganze Aufwand, das Manuskript, die kodierten Nachrichten, ist doch ein bisschen viel. Ich weiß, was du meinst. Moore hatte sicher... Hä? Hä? Wieso startet mein Booster nicht mehr? Wie doof ist das denn? Ganz ehrlich. Geht das nicht oder was? Oh, hier ist nicht boosten. Also fliegen mache ich damit, ne? Loben.
kann ich denn nicht... Ich hab das. Ach, weil ich das Ding trage, oder was? Warte mal. Jetzt geht's... Ah, wenn ich das Ding trage, alles klar. Ich wollte gerade sagen, aber wieso geht's denn nicht hin? Wie doof ist das denn? Teilbehämmer. Warum hat das Ganze hier noch nie jemand probiert? Ohne die Frequenz aus dem elysischen Manuskript konnte das System nicht ausgelöst werden. Ah, richtig. Drei muss richtig sein. Da ist schon eins richtig. Ich muss die Symbole einsammeln. Okay. Ich hab den dritten Stein. Kacke, jetzt muss ich hier wieder hinterlatschen. Nein. Wo geht's denn hier hoch? Ja, das ist natürlich doof jetzt, wenn ich fliegen kann, ey. Kann nächstes Mal können, dass die anderen machen. Kann ich versuchen zu gucken. Der Shit war hier noch so. Der Shit. Was ist, wenn das alles nur ein aufwendiger Scherz ist? Ich weiß nicht, was du meinst. Löse diesen Code, verstelle diese Symbole, trage einen Stein hin und her. Kein Scherz. Vielleicht ein Test. So, da ist ein Symbol da oben. Dort. Ja, hat er mich gerade erledigt, okay. Hier liegt ein Symbol auf dem Boden. Weißt du, welche Symbole du diesmal verwenden musst? Ich sehe mich nach Hinweisen um. Und hier war das Symbol einmal dort. Und... Wo noch? Ja, bitte. Geh nicht wieder zu weit weg. Ich muss sicher gehen, dass der Stein richtig geladen wird. Alles klar. Schieß hier.
dabei hilfst. Jederzeit. Stopp klassisch, schwere Sachen hochzuheben, rumzuschleppen und wieder abzulegen. Dann fliegen. Außerdem gehe ich davon aus, dass ich bezahlt werde. Ja, natürlich. Ich akzeptiere auch Zahlungen in Sandwiches übrigens. Aha, runtergefallen. Ne. Eigentlich doof, ich weiß, weil ich wäre auch hier schnell wirklich durchkommen. So, stopp das Ding rein. Okay, der letzte Stein ist platziert. So, ich übertrage die Frequenz wieder über deinen Javelin. Diesmal musst du den Mechanismus berühren. Ach, verdammt! Wir haben etwas wütend gemacht! Energetische Vibrationen von den Steinen wirken sich wohl auf empfindliche Wildtiere aus. Wie lange hält das an? Ich weiß es nicht genau. Alter, ich hätte ja noch meine Ulti einsetzen können, verdammt. Naja, egal. Es war's. Fertig. Sicherung entfernt. Schlösser geöffnet. Also gut. Sehen wir mal nach, was da drin ist. Fertig. Die Kassette ist offen. Sieht nach Schriftrollen und Dokumenten aus. Und zwar einer Menge Wissen. Wie erhofft und vorhergesagt, bringst du bitte alles zurück ins Fort. Natürlich. Bin unterwegs. Geschafft. Sehr schön. Geht bestimmt auch schneller, wenn man richtig im Team unterwegs ist. Aber so war ich jetzt, so bin ich mir zufrieden. Und wie gesagt, Random Teams und First Try ist ja schon okay. So, jetzt mal mit Messiah jetzt nochmal kurz schnacken, ob da irgendwas rausbekommen ist. Und dann ja, ist das schon mal ganz gut. Mal gucken. Dann hoffe ich mal, dass ich auch dann gleich weiterziehen kann. Zum Herz, Zorn des Herz, Herz des Zorns, so. So, ich bespinne das mal eben kurz. So, 36. Weg, ja, das ist mal drin. Ganz schön aufregendes Spiel, ja. Aber immer will ich es nochmal durchhaben hier. Immer so Feierabend hier. So. Mit Errol reden. Also so etwas musst du in heißem Wasser ein. Das heißt jetzt Errol. Das ist der Messias, verstehe ich jetzt nicht. Achso, der Zweitname ist das. Ach ja, stimmt ja. Das heißt Errol Snowden oder so. Ich verstehe das nicht. Wo liegt das Problem?
Ich dachte, du würdest dich über die Dokumente freuen, die wir gefunden haben. Tue ich auch. Aber Moore erwähnt eine Entdeckung, die er gemacht hat, die unsere Weltsicht verändern würde. Wichtig, bahnbrechend, aber er sagt nicht, was es ist. Oft sind Worte sogar durchgestrichen, sodass man nicht weiß, was gemeint ist. Wenn seine Entdeckung wichtig war, warum versteckt er sie dann? Verstecktes Wissen kann seinem Zweck nicht gerecht werden. Vielleicht hielt er es für gefährlich? Unwissenheit ist gefährlich. Das ist alles sehr verwirrend. Ich brauche mehr Zeit, um es zu studieren. Vielleicht mit anderen zu besprechen. Klingt gut. Ich komme später wieder. Okay, so, abgeschlossen. So, mal gucken. Da haben wir die nächste Mission, und zwar ist es Rückkehr zum Herz des Zorns. Ja, da sehen wir den nächsten Bit. Bin ich mal gespannt, was abgeht. Vielleicht ist auch schon die letzte Mission. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber wir werden es sehen und auch erfahren. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.